Ich möchte dieses Montagebeispiel einer Badewannenanlage einmal zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Badewanne ein Maß von Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Badewanne von 600 mm hat. Ich möchte auf der rechten Seite beginnen. Man sagt, die Mischbatterie soll im unteren Drittel der Badewanne montiert werden. In meinem Fall habe ich aufgezeichnet, es soll eine Aufputzmischbatterie montiert werden. Ich möchte beginnen am Duschgestänge. Das Duschgestänge wird montiert von Oberkante Badewanne bis Oberkante Duschgestänge 1400 mm. Und von Ende Wanne bis Mitte Duschgestänge 450 mm. Von Mitte Duschgestänge plus 200 mm wird, das ist gleich Mitte der Duschbatterie, Kalt- und Wärmeanschluss. Der kalte und der warme Anschluss wird auseinander montiert von 150 mm. Und er wird montiert in einer Höhe von Oberkante Badewanne bis Mitte Anschluss gleich 150 mm. Man montiert das Duschgestänge und die Batterie im unteren Drittel der Badewanne, denn es könnte sein, dass die Badewanne noch eine Klapptür bekommt, wenn man duschen möchte. So kann dieser Bereich abgedeckt werden. Jetzt möchte ich zur Seifenschale und zum Haltegriff kommen. Von Mitte Mischbatterie plus 250 mm ist gleich Mitte Seifenschale, von Mitte Seifenschale plus 200 mm ist gleich Mitte Haltegriff. Die Höhen für die Seifenschale und den Haltegriff von Oberkante Badewanne bis Mitte Haltegriff bis Mitte Seifenschale 100 mm. Jetzt möchte ich zur linken Seite kommen, Wannenfußende. Es wird in den seltensten Fällen die Mischbatterie am Fußende montiert. Doch sollte es einmal praktiziert werden, werden die Maße, wird es so gehandhabt. Von der Wanne bis Wannenmitte. Wannenmitte montiert man das Duschgestänge. Das Duschgestänge bekommt, wie hier auf dieser Zeichnung schon eingezeichnet, eine Höhe von Oberkante Wanne bis Oberkante Duschgestänge von 1400 mm. Von Mitte Wanne, also von Mitte Duschgestänge, wird wiederum die Mischbatterie 150 mm aus der Mitte herausgenommen. 150 mm Mitte Mischbatterie. Die Anschlüsse auseinander, kalt und warm, wiederum 150 mm auseinander. Und die Höhe der beiden Anschlüsse wiederum von Oberkante Badewanne bis Mitte Anschluss 150 mm. Montagemöglichkeit einer Wannenfüll- und Brausebatterie. Man hat die Batterie an der Stirnseite von der Badewanne montiert. Und man hat diese Badewanne mit einer senkrechten Wandanschlussfuge montiert. Montagebeispiel einer Wandeinbaubatterie. Die Wandeinbaubatterie wird montiert über eine Badewanne. Die Wandeinbaubatterie verfügt über einen Belüfter und einen Rückflussverhinderer. Die Montagemaße werden festgelegt, indem man die Wannenmitte ermittelt. Gleich Mitte Duschbatterie. Und die Höhe ermittelt man, indem man ein Maß von Oberkante Badewanne bis Mitte Mischbatterie festlegt von 300 mm. Die Mischbatterie verfügt über vier Anschlüsse. Rechts den Kaltwasseranschluss, links den Warmwasseranschluss. Nach oben einen Mischwasseranschluss für einen Wandanschlusswinkel.
nach unten den vierten Anschluss, wiederum ein Mischwasseranschluss für einen Wandanschlusswinkel hinter der Wand. Eine senkrechte Wandanschlussfuge an einer Badewanne. Man hat dieses Styropormaterial eingebracht zwischen Fliese und Badewanne und hat darauf mit Sanitärsilikon eine Fuge hergestellt. Denn sollte die Badewanne einmal getauscht werden, ist es möglich, die Fuge aufzuschneiden und die Badewanne zu entnehmen, ohne die Fliesen zu zerstören. Ich möchte Sanitärfugen vorstellen. Es handelt sich um Wandanschlüsse. Man unterscheidet senkrechte Wandanschlussfugen und waagerechte Wandanschlussfugen. Ich habe die senkrechte Wandanschlussfuge hier einmal aufgezeichnet. Der Fliesenleger hat seine Fliesen im Dünnmittverfahren verlegt. Das heißt, er findet Wand plus Putz vor, habe ich hier einmal aufgezeichnet. Darauf streicht er eine Feuchtigkeitsschwärme. Darauf wiederum trägt er seinen Fliesenkleber auf und verklebt seine Fliesen. Jetzt hat man die Möglichkeit, hier habe ich einmal den Styroporträger gezeichnet. Darauf wiederum wird der Abstandhalter montiert und Wandträger und Abstandhalter werden an die Fliese geschoben. Danach wird die Badewanne oder die Duschwanne in den Wandträger eingehangen und man erhält, ich bezeichne das mal, eine Fuge von 5 bis 6 mm. In diese Fuge wird das Rundprofil aus Styropor eingebracht und darauf wiederum wird die Silikonfuge gefertigt oder hergestellt aus Sanitärsilikon, die eine dauerelastische, dichte Verbindung herstellt von der Fliese zur jeweiligen Wanne. Mit diesem Verfahren hat man dem Schallschutz genüge getan. Man hat aber auch die Möglichkeit, sollte eine Reparatur anstehen, man kann diese Fuge trennen und man kann die jeweilige Dusche- oder Badewanne entnehmen, ohne die Fliesen zu zerstören.